Das Bundesumweltministerium will die Energiekonzerne RWE und Vattenfall mit etwa 1 Milliarde Euro für die Folgen des Atomausstiegs entschädigen. Das berichtet die Tageszeitung, der ein entsprechender Entwurf für eine Änderung des Atomgesetzes vorliegt. Die genaue Summe werde erst 2023 ermittelt, nachdem der letzte deutsche Meiler vom Netz gegangen ist. Erst dann werde feststehen, wie hoch die entgangenen Gewinne seien. Die Konzerne hatten ursprünglich 19 Milliarden Euro gefordert.